Ja, hallo, ich bin Linda. Haben Sie Probleme? Sind Sie traurig, einsam oder gutgläubig? Dann rufen Sie an. Ich ziehe Karten und sage Ihnen, was ich aus der Regie, also der geistigen Welt, an Botschaften erhalte. Ich warte auf Sie. Ja, hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Doris. Ach, das freut mich aber, dass ich mal durchgekommen bin. Ich hab's schon so oft probiert. Ja, und das freut wiederum uns. Doris, konzentrier dich bitte auf deine Probleme und gib mir einen Stopp. Ja, und da kannst du auch gerne die Internet-Stoppuhr benutzen. Die ist übrigens ähnlich praktisch wie der Online-Wecker. Ich meine, man will ja nicht immer vom Chef geweckt werden. Stopp. So, Doris, dein Alter und dein Sternzeichen bitte. 38, Waage. Nee, so vage bringt mir das nichts. Ich müsste das Alter schon genau wissen. Nein, ich bin 38 und Sternzeichen Waage. Ja, das war ein Test. Genau das sehen auch meine Karten. Du wirst von anderen oft nicht ernst genommen und sogar ausgenutzt. So wie eine Spambox, in der man mal einfach so eben seinen ganzen Müll abladen kann und die man dann im Zweifel nach einer Stunde einfach wieder vergisst. Dabei bist du doch ein sehr wertvoller Mensch. Habe ich recht, Doris? Ja, das stimmt. Unglaublich. Naja, aber Doris, du musst auch einfach mal sagen, wenn es dir nicht gut geht. Zum Beispiel mit diesem Türschild, mit dem man anderen zeigen kann, wie man sich gerade fühlt. Das ist wirklich praktisch. Also am besten, du druckst und schneidest es gleich für alle Kollegen mit aus. Toll, das mache ich. Und was sagen die Karten noch? Siehst du Unklarheiten? Doris, du bist ein sehr spiritueller Mensch. Unklarheiten, genau das. Also hier zum Beispiel, da habe ich den Genuss. Da würde ich sagen, du hast Hunger. Aber hier ist die Fülle und das sagt mir eher, du musst aufs Klo. Du kannst dich einfach nie entscheiden. So wie das Klo-Restaurant in Taiwan. Da, wo man nicht nur auf Kloschüsseln sitzt, sondern wo man auch noch sein Essen in kleinen Urinalen serviert bekommt. Okay, die Klos sind natürlich keine richtigen Klos. Nur das Essen ist hoffentlich richtiges Essen. Ja, Doris, ich sehe hier nämlich auch, dass du eine Reise antrittst. Und wann? Ja, so innerhalb der nächsten Zeit. Aber hier die Prinzessin der Stäbe. Weißt du, was die bedeutet? Nein. Oh, weiß irgendjemand, was die bedeutet? Naja, sicher so eine Art Joker, der dich in deiner Reise bestärkt. Und da weißt du ja dann genau, was alles bedeutet. Also wegen dem Alternative Dictionary, dem alternativen Wörterbuch, wo man nachschlagen kann, was Einheimische eigentlich genau sagen, wenn sie einen beschimpfen und beleidigen. Und das ist ja gerade für dich wichtig. Doris, du musst mal aus dir rausgehen und was wagen, alte Waage. Entdecke die Welt, fahr nach Paris. Guck dir den Eiffelturm an. Auf der offiziellen Homepage kannst du das schon mal üben. Da gibt's virtuelle Rundgänge, Videos und natürlich den sagenhaften Blick über Paris. Ja, nur du und die Stadt der Liebe. Ganz ohne Mann, wie in echt. Ja, toll. Aber ist die Konstellation für so eine Reise bei mir denn günstig? Doch, doch. Also dein Mond steht im Saturn. Ja, oder dein Auto im Halteverbot. Das sehe ich jetzt nicht so genau. Aber da wird dir Terrafugia helfen. Die Göttin der Erde? Nein, die Firma, die Transition, das fliegende Auto bauen will. Mit dem kann man dann im Zweifel immer auf Flugplätzen parken. Ausprobieren kann man Transition allerdings im Moment noch nicht, aber immerhin schon anzahlen. Und es gibt ja Gott sei Dank genug Gutgläubige. Also, rufen Sie an, jetzt bestellen, nur noch begrenzte Stückzahl. Oh, falsche. Wir machen kurz Werbung. Ich hab euch gesagt, ich kann das nicht. Bei mir im Vertrag steht nur Teleshopping. Teleshopping und Quiz. Aber nicht so ein Scheiße. Doris? Bist du noch da? Das war wieder nur ein Witz. Ein kleiner Scherz. Ein Spielchen. So wie diese Spiele, die es überall im Internet gibt. Verstehst du? Doris? Ja, entschuldige, Linda. Ich habe nur kurz meine Kreditkarte geholt. Ist dir noch eins da von diesen Autos? Ganz sicher. Aber Doris, ich sehe hier übrigens noch etwas bei dir. Ein 13-teiliges Topfset. Interessiert?